Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Depraved. So, meine Baumeister sind schon wieder ganz fleißig. Die Hütte steht schon so gut wie. Das ist schön. Und die beiden Hütten werden hier als nächstes errichtet. Gut, gut. Wir haben ja da unten auch noch die Zelte hingestellt, aber da habt ihr mir ja davon abgeraten, hier weitere Zelte zu bauen. Denn zum einen verbrauchen die relativ viel Platz. Und ja, zum anderen bekomme ich da keine Einnahmen, beziehungsweise wenig Einnahmen. 4 Dollar. Und hier drüben bekomme ich 20 Dollar. Also das ist ein gehöriger Unterschied. Und demzufolge werden das jetzt auch die letzten Zelte sein, die wir hier hinstellen. Und ja, dann legen wir den Fokus nur noch auf die Hütten. Aber erstmal müssen die natürlich gebaut werden. Und deswegen beschleunigen wir das Ganze mal wieder. Und unser Fleischvorrat geht auch zur Neige anscheinend. Das ist schlecht. Der Arbeitsbereich eines Gebäudes in Barry ist leer. Das haben wir gleich. Machen wir es mal so. Und der hier dreht seine Runden. Gut, gut. So, was macht eigentlich unser Steinmetz? Ah ja, der kümmert sich um den Steinbruch da oben. 69 Steine muss er sich noch holen. Gut, gut. So, und mein Kaufauftrag, glaube ich, bringt hier nichts. Zumindest könnten wir jetzt noch den Alkohol einstellen. Denn den brauchen wir ja auch noch für unsere Siedler. Sofern hier mal der fahrende Händler vorbeikommt. Aber ich denke, der hat uns beim letzten Mal schon nicht beliefert. Wir testen das einfach nochmal. Und außerdem könnten wir auch noch irgendwas anderes einkaufen. Und zwar Bretter. Denn die gehen auch schon wieder zur Neige. Genauso wie die Metallteile. Da haben wir keine mehr. Schön. Perfekt. Die Hütte kann dann gleich im Morgengrauen errichtet werden. Und es werden zusehends mehr Pioniere. 27 haben wir jetzt schon. Gut, gut. So muss es sein. Nur bei den Zelten geht noch relativ wenig voran. Aber naja. Der Fokus liegt ja nach wie vor auf den Hütten. So, was machst du hier? Ah ja, okay. Du gehst in deine Hütte. Auch gut. Und es ist mal wieder 6 Uhr morgens und die Leute machen sich hier an die Arbeit. Sehr gut. So, wie schaut es eigentlich bei unserem Friedhof aus? Ein paar Plätze haben wir noch, aber viele sind es nicht mehr. Ich bin mal gespannt, ob die Gräber hier auch mit der Zeit verfallen. Wahrscheinlich aber nicht. Es schaut zumindest nicht danach aus. Frühling! Das ist doch gut. Der Schnee schmilzt und unsere Farmerin macht sich auch schon ans Ausbringen des Saatguts. Perfekt. So, wir haben hier Alkohol bekommen.
Das ist gut. Nur leider haben wir kein Brot bekommen. Komisch. Aber nun gut. Dann machen wir es halt anders. Kann ich den Auftrag hier auch wieder... Ah ja, genau. Entfernen. Denn dann haben wir zumindest schon mal den Alkohol. Und jetzt bekommen wir schon knapp 100 Dollar. Nicht ganz. In die Kasse gespült. Dadurch, dass die nächste Hütte schon errichtet ist und die steht auch schon so gut wie. Aber leider ist es ein Pionier weniger geworden. Komisch. Naja, mal gucken. Wie schaut es eigentlich da drüben aus? Da könnten wir mal was hinstellen. Was habe ich denn noch nicht gebaut? Das haben wir schon alles. Das auch. Bei der Ernährung haben wir auch schon alles errichtet. Stimmt. Ich habe ja hier noch gar keine Schaffarm hingestellt. Das könnten wir gleich mal machen. Erforderliche Zufütterung 10%. So muss es sein. So, die Frage ist jetzt nur, wo stellen wir die Schaffarm hin? Am besten vielleicht hier unten irgendwo in Flussnähe. So geht es irgendwie so. Machen wir es doch. Ja, so würde ich sagen. Sehr schön. Gut. Wir brauchen dafür Steine. Dann brauchen wir noch Metallteile und Bretter. Aber erstmal eins nach dem anderen. Hier werden noch die Zelte hingestellt. Und man merkt es jetzt auch, die Hilfsarbeiter sind hier voller Tatendrang, dass endlich mal mehr Leute in die Stadt kommen. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. So, das nächste Zelt steht. Und das hier ist auch so gut wie errichtet. Dann erhöhen wir aber hier noch ganz geschwind die Priorität, denn die Hütten da unten sind definitiv auch noch wichtig. Und als nächstes sollen sie sich dann um die Schaffarm kümmern. Schön, schön. So, und anscheinend wächst der Wald hier langsam, aber sicher, oder? Kann es sein? Hier zwar nicht, aber auf der Seite kommt es mir irgendwie so vor. Ein Einwohner aus Barry wird angegriffen. Ja, sag mal, geht's noch? Der knallt hier meine Leute ab. So, wie viele sind da umgekommen? Drei Leute. Und der hier ist auch so gut wie tot. Das gibt's ja nicht. Mann, oh Mann. So, hol ihn dir. Wir haben einen Killer in unserer Stadt. Oh Mann, oh Mann. Na super. Unsere Anzahl an Pionieren hat sich massiv, ja, reduziert und jetzt steht auch noch ein Gebäude in Flammen. Na wunderbar. Also heute ist wirklich alles geboten. Feuer in unserer Stadt. Und noch dazu viele Leichen. So Leute, kümmert euch drum.
Ah ja, ich sollte vielleicht auch unten einen Brunnen hinstellen. Mann, oh Mann, es brennt. Es brennt lichterloh. Das ist gar nicht gut. Und wie es hier brennt. Und der räumt hier seelenruhig die Bretter zur Baustelle. Auch nicht schlecht. Mann, oh Mann. So, da kommt schon jemand. Jetzt aber ganz schnell. Sehr schön. Kümmert euch darum. So, anscheinend reicht das noch nicht, oder wie? Doch. Es raucht nur noch. Perfekt. Nee, nicht perfekt. Es brennt wieder. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Mann, 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 Mann. Wir brauchen hier mehr Wasser. Macht hinne, Leute. Ihr müsst alle mit anpacken. Und schon wieder wurde jemand ermordet. Dieses Mal hat es anscheinend unseren Revolverheld erwischt. So, mit vereinten Kräften, zu viert. Nee, ich glaube, das wird nichts mehr. Obwohl, ja, jetzt schaut's besser aus. Oder auch nicht. Was sage ich? Mann, oh Mann. Gut, dann weg damit. Wir zerstören hier das Gebäude. Bevor mir auch noch der Rest abfackelt. Gut. Mann, oh Mann. So, wir brauchen wieder eine Toilette. Und dann brauchen wir außerdem wieder ein paar Bürger. Ist eigentlich unser Bestatter gestorben bei der ganzen Aktion? Wahrscheinlich schon, denn. Obwohl, nee. Der holt hier schon die Leichen ab. Nun gut, zumindest haben wir jetzt wieder 26 Pioniere. Aber leicht war es nicht. So viel kann man definitiv sagen. So, und du hier? Bringst gleich mal die Rösser in den Stall. Sonst verhungern die wieder. Das wäre schlecht. Gut. So, aber das hat mir jetzt definitiv gezeigt, dass wir auch da unten auf der Hut sein müssen. Die Banditen werden wirklich zur Plage. Und ich denke, wir werden demnächst auch wieder einen Angriff starten, sobald ich dann genügend verfügbare Kräfte hier in der Hinterhand habe. Das wird aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. So, die nächste Hütte steht. Jetzt fehlt nur noch die Hütte hier. Und die beiden sind neu. Der Herr Hildman und der Herr Nesbitt. Beide Baumeister haben leider das Zeitliche gesegnet vorher. Schade, schade. Sodele. Aber nun gut, die Leichen werden jetzt schon abtransportiert. Sie fangen hier zu stinken an. Oh Mann, der hat sich schon infiziert. Na wunderbar.
Banditen haben sich in der Nähe von Barry niedergelassen. Okay, das heißt, wir brauchen definitiv noch viel, viel mehr Revolverhelden. Und gibt's auch sowas wie Wachtürme oder Aussichtspunkte? Ah ja, Wachturm. Sobald wir 5 Siedler haben, können wir unsere Wachtürme errichten. Und die werden wir dann auch errichten. Hier an den Stadtgrenzen. Mann, oh Mann. Der Friedhof füllt sich. Langsam aber sicher. So, da ist noch jemand infiziert. Da geblieben. Du bleibst auch hier. Ihr beiden geht mir nirgends mehr hin. Ihr geht jetzt dann nämlich gleich mal zum Doktor. So, noch einer ist krank geworden. Bleibt ihr hier? Nicht wegrennen. So, rein mit euch. Ein Einwohner aus Barry wird angegriffen. Schon wieder. So, da ist ein Wolf. Nicht tatenlos zusehen, helfen. Mann, oh Mann. Es schaut nicht gut aus. Gar nicht gut. So, du gehst auch gleich mal zum Doc. So, und die Hütte hier steht schon zur Hälfte. Immerhin. Besser als nix. Und was macht unser Doktor? Schafft das oder schafft das nicht? Einer ist gestorben, einer wurde wieder gesund. Und der letzte ist, glaube ich, auch schon abgekratzt. So, da oben ist ein Dieb. Da ist noch ein Dieb. Ah ja, sehr gut. Das hast du jetzt davon. Schön. Ja, ihr seht's, meine Stadt hat zusehends mit mehr Problemen zu kämpfen. Aber ich denke, irgendwie werden wir das schon hinbekommen. Und ich sag mal wieder, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.